Hallo ihr Lieben. Viele schminken sich gerne und fragen sich, wie verleihe ich meiner Haut einen frischen Kick, einen schönen Teint und pflege sie gleichzeitig. Die Verwendung von Abreinigungsprodukten, Peelings, Ampullen, Masken und Feuchtigkeitspflegen sind hier sehr wichtig. Vor dem Make-up ist es wichtig, die Augenpartie optimal vorzubereiten mit einer feuchtigkeitsspendenden Augencreme. Diese leicht eintupfen und einwirken lassen. Die Foundation ist dafür da, dass mit Hautrötungen und Hautirritationen kaschiert werden. Die Foundation wird aufgetupft und nicht mit dem Pinsel eingearbeitet, damit man eventuell Trockenheitsfältchen oder Schüppchen nicht zur Geltung bringt. Hier ist es schon zu beachten, dass sie Pflegestoffe beinhalten, wie zum Beispiel Urea, Aloe Vera und Seidenproteine. Beim Lidschatten achten wir darauf, dass wir zuerst mit einer hellen Farbe anfangen und sie auch leicht eintupfen. Den hellen Lidschatten tragt man aufs ganze Lid auf, um dem Auge eine Frische zu verleihen und gleichzeitig zu grundieren. Als nächster kommt eine dunklere Farbe, die die Augenfarbe zur Geltung bringt. Zum Abschluss verwenden wir den dunkelsten Ton aus der Farbpalette, um die äußere Augenpartie zur Geltung zu bringen und das Auge offener und strahlender wirken zu lassen. Dies verblendet man mit einem Pinsel mit kreisenden Bewegungen. Beim Abpudern ist es wichtig, darauf zu achten, nicht zu viel Puder zu verwenden, den Pinsel schön am Handrücken abzuklopfen und es leicht aufs Gesicht aufzutupfen, weil Puder auch austrocknen wirkt. Bei den Lippen ist es wichtig, auf die tägliche Pflege zu achten, ab und zu ein Peeling zu machen, um die Hautschüppchen auf den Lippen zu entfernen. Zum Konturieren verwendet man Lip Liner. Danach wird der Lipgloss aufgetragen, der den Lippen Glanz und auch gleichzeitig Pflege verleiht. Es gibt zwei Arten von Wimperntusche, wasserfeste und die normale. Es kann vorkommen, dass manche wasserfesten Wimperntuschen die Wimpern austrocknen. Um die richtige Augenbrauenfarbe zu finden, orientiert man sich am Haaransatz. Mit einem Pinsel und einem Puder kann man wunderschön die Augenbrauen dichter erscheinen lassen. Rouge verwendet man, um die Wangen zu betonen und das Gesicht frischer erscheinen zu lassen, damit man nicht matt und müde wirkt. Das schönste Ergebnis erzielt man, wenn die Haut in einem guten Zustand ist. Darum verwendet man Make-up-Produkte, die pflegend sind für die alltägliche Routine.